Herzlich willkommen zurück zu wahrscheinlich der letzten Folge von Undertale. Wir sind zurück bei König Asgore und der Barriere. Oh, so früh zurück. Wie fühlst du dich? Ich muss bereit sein, ich komme nicht mehr zurück. Ich verstehe. Dann ist es also soweit. Bereit? Nicht wirklich. Bin echt nicht bereit, Leute. Ein komisches Licht erfüllt den Raum. Zwielicht scheint durch die Barriere. Scheint, deine Reise wäre endlich zu Ende. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Mensch, es war nett, dich zu treffen. Lebe wohl. Was? What? Toriel! Was für eine elende Gestalt, einfach ein unschuldiges Kind anzugreifen. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin es, Toriel, deine Freundin und Hüterin. Als erstes dachte ich, ich lasse dich deine Reise alleine antreten. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Dein Abenteuer muss wirklich heimtückisch gewesen sein. Man sollte dir schlussendlich eine furchtbare Bürde auferlegen. Um diesen Ort zu verlassen, hättest du eine andere Person töten müssen. Du hättest Asgore besiegen müssen. Aber ich habe realisiert, dass ich das nicht erlauben kann. Es ist nicht richtig, etwas zu opfern, nur damit jemand gehen kann. Ist das nicht das, was ich die ganze Zeit verhindern wollte? Lass uns also diesen Kampf erst einmal anhalten. So schlimm wie Asgore auch sein mag, auch er verdient Gnade. Ich wollte ihn... Tori, du bist zurück. Nenn mich nicht Tori, Dreamer. Du erbärmlicher Welpe. Wenn du uns wirklich befreien wolltest, hättest du die Barriere mit einer Seele durchquert und wärst mit 6 Seelen zur Rettung zurückgekehrt. Stimmt, das hätte er tun können, oder? Aber stattdessen musste jeder in Verzweiflung leben, weil du hier lieber darauf gewartet hättest, dass nie ein Mensch kommt. Tori, du hast recht. Ich bin eine elende Gestalt. Aber können wir nicht wenigstens wieder Freunde sein? Nein, Asgore. Oh, hey, wo kommst du denn her? Ah, Asgore, Mensch! Niemand bekämpft irgendwen! Ihr werdet alle zu Freunden, oder? Ich? Hallo, ich bin Toriel. Bist du ein Menschenfreund? Nett, dich zu treffen. Okay, nett, dich zu treffen. Hey, Asgore, ist das deine Ex? Wow, das ist hart, Kumpel. hey, niemand verletzt irgendjemanden. Oh, bist du auch ein Freund? Oh, bist du auch ein Freund? Ich bin Toriel, hallo. Oh, Asgore, tut mir richtig leid. Hi. Es gibt 2 davon? Ich muss jetzt echt mit den Stimmen aufbauen, es kommt alles, war klar. Hey, niemand bekämpft irgendwen. Wenn jemand jemanden bekämpft, dann muss ich an deinen nach Hilfe fragen. Oh, Papyrus. Hallo. Oh, hallo, eure Hoheit. Hey, Mensch. Hat sich Asgore rasiert? Und sich geklont. Sandy Boy. Hey Leute, was geht? Diese Stimme. Hallo, ich denke, wir kennen uns. Oh hey, ich erkenne auch deine Stimme. Ich bin Toriel. Freut mich, dich zu treffen. Warum rafft niemand, dass das die ehemalige Königin ist? Das verstehe ich gerade nicht. Mein Name ist Sans. Und gleichfalls. Oh, warte, dann musst du sein Bruder Papyrus sein. Grüße, Papyrus. Es freut mich, dich zu treffen. Dein Bruder hat mir so viel über dich erzählt. Wowie! Ich kann nicht glauben, dass Asgores Klon mich kennt. Das ist der beste Tag in meinem Leben. Hey, Papyrus. Mit was öffnet ein Skelett seine Haustür? Oh Gott. Mit einem Skelettschlüssel? Nein, Dummerchen. Ein Skelett öffnet seine Tür mit einem Schlüsselbein. Ich ändere meine Meinung. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben.
Komm schon, Esko, alles wird gut. Es schwimmen viele Fische im Meer. Ja, Esko. Andein hat mit den Fischen voll und ganz recht. Manchmal muss man einfach nicht den pelzigen Bossmonster hinterherjagen. Und einfach einen wirklich netten Fisch kennenlernen. Das ist eine Metapher. Naja, es ist eine gute Analogie. Oh mein Gott. Umarmt ihr beiden euch endlich mal? Das Publikum schreit nach romantischer Action. Hey, Klappe! Mann, der Typ hat vielleicht Nerven. Richtig, Elvis? Elvis, küsst euch endlich, meine Güte. Nein, er hat recht. Machen wir es. Naja, okay. Wenn du willst, dann halt dich nicht zurück. Küsst euch endlich. Warte. Nicht von den Menschen. Richtig. Entschuldige, ich habe mich überschlagen. Oh, alle da. Mein Kind. Warum bin ich jetzt... Ich muss echt mit der Stimme aufpassen. Mein Kind, scheint, als müsstest du noch eine Weile bleiben. Aber sieh nur, wie viele tolle Freunde du hast. Kann ich bei Papyrus und Sans einziehen? Ich denke, du bist hier wirklich glücklich. Hey, das erinnert mich daran. Papyrus, du hast doch jeden hierher gerufen, oder? Naja, außer, sie. Wie auch immer, wenn ich vorher hier war, wie wusstest du dann, wie du alle herrufen kannst? Sagen wir einfach, eine kleine Blume half. Es geht alles den Bach runter, oder? Eine kleine Blume? Ich wusste es. Ich wusste es. Dass du... Ihr Idioten! Während ihr euer Kleinfamilienrat hattet, habe ich die Menschenseelen genommen. Schon wieder. Und jetzt unterstehen nicht nur sie mir, sondern auch alle Seelen deiner Freunde. Weißt du, was das Beste daran ist? Es ist alles deine Schuld, weil sie dich wegen dir lieben. Also dich wegen dir lieben? All die Zeit, die du mit Zuhören verbracht hast, sie aufgemuntert hast, dich gekümmert hast. Ohne das wären sie gar nicht hierher gekommen. Und jetzt werde ich mit ihren und den Menschenseelen meine wahre Form erreichen. Wie? Warum ich das noch immer mache? Verstehst du nicht? Das ist alles nur ein Spiel. Wenn du den Untergrund glücklich verlässt, gewinnst du das Spiel. Und wenn du gewinnst, spielst du nicht mehr mit mir. Was soll ich dann machen? Aber das Spiel zwischen uns wird niemals enden. Ich halte dir den Sieg vor Augen. Nur um ihn dir dann schnell wegzunehmen. Immer und immer wieder. Hör zu. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir dein glückliches Ende. Ich bringe deine Freunde zurück und zerstöre die Barriere. Jeder wird zufrieden sein. Aber das wird nicht passieren. Du. Ich behalte dich hier, egal was passiert. Okay. Oh. Wenn das bedeutet, dich 1 Million Mal zu töten. Oh. Uncool. Uncool. Und. Das war. Was? Hab keine Angst, mein Kind. Egal was passiert, wir sind immer da, um dich zu beschützen. Oh. Oh, Papyrus. Das stimmt, Mensch, du kannst gewinnen. Mach einfach, was ich machen würde. Glaube an dich. Hey, Mensch, wenn du an mir vorbeikommst, schaffst du alles. Keine Sorge, wir sind bei dir. Wie? Du hast diesen Typen noch nicht besiegt? Komm schon, dieser Spinner kann dir nichts anhaben. Rein technisch sollte es nicht möglich sein zu gewinnen, aber irgendwie glaube ich, dass du es schaffst. Mensch, die Zukunft von Menschen und Monstern. Bleibe entschlossen. Oh, jawoll. Monster Dude. Muffet. Nein! Unmöglich!
Das kann nicht passieren! Du! Du! Och nein! Ich kann nicht glauben, dass du so blöd bist! Alle eure Segen! Oh nein! Jetzt bin ich gespannt. Okay. Wer bist du? Hallöchen. Das ist die Stimme aus dem... Ist das Ethereal? Endlich. Ich habe es satt, eine Blume zu sein. Moment mal. Flowey ist Ethereal. Ich raff gerade gar nichts mehr. Hallöchen. Knoten, bist du da? Ich bin es, dein bester Freund. Ethereal Dreamer. Ups. Das Ende naht. Ethereal Dreamer, unendlich Angriff ohne die Verteidigung. Legendäres Wesen aus jeder Seele des Untergrunds. Geh weg. Au. Das Ende naht. Hoffen, träumen? Du denkst darüber nach, warum du hier bist. Du fühlst, wie die Leere in deinem Inventar schwindet. Wie, welche Leere in meinem Inventar? Der wahre finale Kampf beginnt endlich. Letzter Traum? Durch Entschlossenheit wurde der Traum zur Realität. Du bist komplett geheilt. Oh! Oh oh. Ah! Oh oh. Alter! Wer ist der? Warum ist denn Ezreal? Können wir bitte... Eieiei. Bitte darüber nachdenken, Ezreal entlädt Schockbrecher. Hoffen? Du hältst an Hoffnung fest. Der Schaden in diesem Zug wird begrenzt. Oh Gott sei Dank. Weißt du, ich möchte diese Welt gar nicht mehr zerstören. Das ist sehr nett von dir. Au! Au! Ich muss mich dringend heilen. Ezreal ruft Chaos-Säbel, das ist in Ordnung. Der Traum wurde Realität, du bist komplett geil. Oh cool. Nachdem ich dich besiegt habe und totale Kontrolle über die Zeitlinie habe, hätte ich einfach alles zurücksetzen. Warum? Ah! Okay. Au! Wuhu! Erstmal in den Schockbrecher. Verschon? All dein Fortschritt. All die Erinnerungen. Ich werde alles auf Null zurücksetzen. Oh. Aber fast. Sternlodern. Ist mir egal, ich muss mich eben heilen. Ich nehme jetzt alles an Heil-Items, was ich habe. Ich glaube, das ist der finale Kampf. Du bist komplett geheilt, das ist gut. Dann können wir alles noch einmal machen. Geh weg. Nee, das Ding ist eigentlich von all seinen Attacken mit das einfachste, um auszuweichen. Jedenfalls von dem, die er bisher gezeigt hat. Und weißt du, was das Beste daran ist? Du wirst es machen. Oh. Oh, cool. Geh weg. Au, nein. Das ist neu. Geh weg, ich mag's nicht. Nein, geh weg. Dude. Alter. Gott sei Dank, so wie du, Eis. Und dann wirst du wieder gegen mich verlieren. Okay. Nein. Oh gut. Okay. Und wieder. Okay. Oh, das Ding macht Damage. Das war knapp. Und wieder. Wow. Ah. Galaktas Lodern, ey. Weil du ein glückliches Ende haben möchtest. Oh Gott, ey. Da irre ich mich oder werden seine Attacken irgendwie immer härter? Was ist denn los mit dir? Okay, das war knapp. Astronauten. Du
mich komplett gehalten. Weil du deine Freunde liebst. Ich jetzt nicht, weiß jetzt nicht, ob da was... Mann! Wieso kann ich mir das nicht merken? Ob da was Schlimmes dran ist. Ich träume, damit ich mein Inventar Items mit Träumen aufgefüllt. Weil du nie aufgibst. Oh oh, ich hasse diese Attacke. Ah, verdammt. Wie du es sollte reichen. Ist das nicht köstlich? Deine Entschlossenheit, die Macht, mit der du so weit kamst, wird dein Untergang sein. Okay, jetzt kann ich hier bleiben. So viel Damage habe ich nicht genommen. Gott sei Dank habe ich die Tammy-Rüstung. Hypertod, das macht's nicht besser. Genug mit den Spielereien. Es ist soweit, diese Zeitlinie endlich auszulöschen. Was zur Hölle? Okay. Jetzt. Was war. Habe ich Drogen genommen oder seht ihr dasselbe wie ich? Selbst nach diesem Angriff stehst du mir noch im Weg? Wow, du bist wirklich etwas Besonderes. Aber werde nicht übermütig. Bis jetzt habe ich nur einen Bruchteil meiner Macht verwendet. Mal sehen, was die Entschlossenheit gegen das bringt. Alter, bleib mal ruhig. Ich habe doch nichts gegen dich. Oh Gott, Ezreal blockiert den Weg. Zappel, du kannst deinen Körper nicht bewegen. Sieh zu meiner wahren Macht auf. Oh Gott. Hör auf damit. Nein. Aua. Hör auf damit. Au. Das tat echt weh. Die Welt geht unter. Ich kann nur Tat machen. Ich kann kein Item mehr. Ich kann es fühlen. Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du Halt an dieser Welt. Jedes Mal, wenn du stirbst, vergessen dich deine Freunde immer mehr. Dein Leben endet hier. In einer Welt, in der sich keiner an dich erinnert. Alter, du musst echt mal runterkommen, Keule. Au. Die Welt geht unter. Ich kann mich nicht heilen. Du hältst noch immer fest? In Ordnung. In wenigen Momenten wirst auch du alles vergessen. Diese Einstellung wird dir in deinem nächsten Leben weiterhelfen. Na, doch es weigert sich. Ich kann immer nur noch zappeln. Immer noch? Komm schon, zeige mir, was dir deine Entschlossenheit jetzt bringt. Au! Ja. Das war knapp. Die Welt geht unter und ich kann keine Items nehmen. Das ist... Dein Körper ist bewegungslos. Nichts passiert. Du zappelst. Nichts passiert. Du versuchst, deinen Spielstand zu erreichen. Nichts passiert. Du versuchst wieder, deinen Spielstand zu erreichen. Nichts passiert. Es scheint unmöglich zu sein, das Spiel zu speichern. Aber vielleicht kannst du mit dem bisschen Kraft, was übrig ist, jemand anderen retten. Retten? Okay, jetzt kann ich wieder auf Item. Könnt jetzt noch kämpfen, aber retten, Elvis. Sans, ganz klar. Du reichst erst wie Seelen und rufst nach deinen Freunden. Die sind irgendwo da drinnen. Oder nicht? Im tiefen Inneren von erst wie Seele reagiert etwas. Das ist cool. Verlorene Seelen erscheinen. Ich denke mal, das ist Papyrus, die erste und die zweite. Scherze. Du erzählst der verlorenen Seele ein schlechtes Wort mit über Skelette. Er scheint es zu lieben. Doch die andere verlorene Seele scheint es zu hassen. Ich muss einen Menschen fangen. Gib auf. Ich tat es. Oh. Das ist jetzt wieder Papyrus. Ah. Goddammit. Okay. Die verlorene Seele steht herum. Puzzle. Er liebt Puzzle. Du fragst die verlorene Seele nach einer Hilfestellung bei einem Rätsel. Er weiß nicht warum, aber er möchte dir wirklich helfen. Dann wird jeder... Warum überhaupt versuchen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scherzen. Rezept. Rezept. Du fragst die verlorene Seele, ob sie dir etwas kocht. Die verlorene Seele versucht, ihre Freude zu verbergen. Du siehst sie nie wieder. Okay. Okay. Also anscheinend Papyrus habe ich anscheinend. Au.
Aber Sansa nicht. Pausieren, urteilen, Kreuzwort? Was ist denn pausieren? Fragst du verlorene Seele, ob sie nicht den Kampf mit dir pausieren möchte. Sie nickt zustimmend mit dem Kopf. Scheint, als würde sie das. Nein, warte, du bist mein Freund. Ich könnte dich nie fangen. Ah, ich zähle auf dich, Kind. Yes! Du fühlst, wie etwas Schwaches und erst wie reagiert. Oh, nein! Warum bin ich auf Kampf gegangen? Nein! Warum starte ich auf Kampf? Oh, das habe ich vergessen. Rette! Gerettet, gerettet. Im tiefen Inneren von Asriels Seele reagiert etwas. Die verlorene Seele erscheint. Nein, nicht kämpfen. Täuschhieb, Rezept, Schubs und Lächeln. Täuschhieb! Du stupst die verlorene Seele leicht an. Etwas an deinem Kampfstil erinnert sie an etwas. Alle Menschen werden sterben! Das schon wieder. Warum? Dammit. Rezept, Schubs und Lächeln. Rezept. Frag sie verlorene Seele, ob sie dir beibringt, wie man kocht. Sie weiß nicht warum, aber sie möchte es dir beibringen. Du bist unser wahrer Feind. Oh Gott, oh Gott. Schubsen? Du rennst gegen die verlorene Seele mit all deiner Kraft. Sie erkennt deinen Kampfstil. Plötzlich kommen die Erinnerungen wieder zurück. Nun, manche Menschen sind doch in Ordnung. Okay, dann... Goddammit, wieso starte ich auf Kampf? Weil das so leuchtet da unten. Denke ich immer, ich bin schon auf Retten. So, retten. Elfes. Die tiefen Erinnerungen von Esmunds Seele reagiert etwas. Die verlorene Seele erscheint. Ich mag den Kampf. Aufmuntern, rufen, Quiz. Abnörden. Fragst die verlorene Seele, was ihr liebster Cartoon sei. Sie kann sich kaum zurückhalten, eine riesige Antwort zu geben. Du hast mich, nicht wahr? Nein. Das ist der Kampf gegen Metatron quasi. Geht weg, geht weg. Nein, geht weg. Aufmuntern. Du erzählst der verlorenen Seele, dass du sie weiter unterstützen wirst. Etwas an der Art, wie du das ausgedrückt hast, kommt ihr bekannt vor. Ich muss weiter lügen. Fuck. Ich müsste mich eigentlich mal heilen, aber das mache ich gleich. Quiz. Du fragst die verlorene Seele nach Hilfe bei einer Quizfrage. Plötzlich kehren Erinnerungen wieder zurück. Ich hab Schluck auf. Nein, das stimmt nicht. Meine Freunde mögen mich und ich mag dich auch. Meine HP sind wieder geheilt. Gut zu wissen. Turian. Im tiefen Inneren von Asriels Seele reagiert etwas. Beide. Die verlorenen Seelen erscheinen. Frieden, Gnade, Vorlieb, umarm. Du umarmst die verlorene Seele und erzählst ihr, dass du sie wiedersehen wirst. Alter. Kurz Moment. Immer was trinken, ich hab Schluck auf. Hoffentlich ist er jetzt weg. Etwas daran wirkt so vertraut. Das ist zu deinem Besten. Vergib mir dafür. Ach, der Quatsch wieder. Ich mag den Kampf. Und ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass Reden, Gnade, Vorliebe. Was kann ich denn bei dir? Bei dir muss ich, glaube ich, Gnade machen, oder? Du erzählst der verlorenen Seele, dass du sie niemals verletzen wirst. Etwas daran klingt sehr vertraut. Niemand wird jemals gehen. Das ist meine Pflicht. Ich komme nicht darauf klar, dass Asriel Flowey war oder ist oder... Gnade. Du weigerst dich, die verlorene Seele zu bekämpfen. Etwas an dieser Art wirkt vertraut. Oh, nicht das. Ich hasse das. Nein, nein, nein. Reden. Du erzählst der verlorenen Seele, dass du gehen musst, wenn du alleine, wenn du alle befreien willst. Etwas wühlt sie auf. Alles kommt zurück. Dein Schicksal liegt in deinen Händen. Du bist unsere Zukunft. Oh, dieser verdammte Schluck. Du fühlst die Seelen deiner Freundin Asriel. Jemand anderes? In dem Moment, an dem sich deine Freunde an dich erinnerten, begann etwas anderes in Asriels Seele immer stärker und stärker zu reagieren. Es scheint, als gäbe es noch eine letzte Person, die gerettet werden muss. Aber wer? Er selber. Plötzlich fällt es dir ein. Du rufst nach seinem Namen. Wie? Was tust du? Oh, retten wir jetzt ihn? Ja! Story. Oh, ich habe so das dumpfe Gefühl, wie sich das aufbaut, dass ich gleich, wenn das,
Wirklich so traurig ist das Ende, wie ich gehört habe. Dass ich gleich heulen werde. Das ist nicht gut. Kann ich die Stimme nicht mehr machen. Du fühlst die Seelen deiner Freundin Ezreal. Ezreal Dreamer. Was tust du? Was ist das für ein Gefühl? Was passiert mit mir? Nein, nein! Ich brauche niemanden! Ah! Hör auf! Au! Lass, Alter! Hör auf! Lass mich in Ruhe! Hörst du mich? Ich zerschmettere dich! Seine Attacke mit... Das war gar nichts. Knoten, weißt du, warum ich das mache? Warum ich kämpfe, um dich hier zu behalten? Oh, er will mich nicht mehr treffen. Wie Toriel am Anfang. Ich mache das, weil du etwas Besonderes bist, Knoten. Du bist der Einzige, der mich versteht. Du bist der Einzige, mit dem ich noch gerne spiele. Oh, das wird wirklich traurig. Nein, das allein ist es nicht. Ich mache das, weil du mir wichtig bist, Knoten. Ich sorge mich um dich mehr als um jeden anderen. Oh, denkt ihr, ich bin der erste Mensch? Oh, ich bin nicht bereit für das Ende. Ich bin nicht bereit dafür, dass du gehst. Ich kann mich nicht mehr von jemandem wie dir verabschieden. Oh. Also bitte, hör auf damit. Und lass mich gewinnen. Hör auf. Hör endlich auf. Knoten. Ich bin so alleine, Knoten. Ich habe so viel Angst, Knoten. Knoten, ich... Oh. Ist ja wieder klein, Ezreal. Es tut mir so leid. Ich war schon immer eine Heulsuse, nicht wahr, Knoten? Ich weiß schon. Du bist nicht wirklich Knoten, oder? Knoten ist schon lange tot. Wie lautet dein Name? Frisk? Das ist ein netter Name. Frisk. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gefühlt. Als Blume war ich seelenlos. Ich hatte nicht die Kraft, andere lieben zu können. Doch mit den Seelen aller in mir kam nicht nur mein eigenes Mitgefühl zurück. Okay. Ich kann ebenso jedes andere Monster spüren. Sie kümmern sich alle so sehr umeinander. Ich muss gleich echt heulen. Und sie kümmern sich auch um dich, Frisk. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie sie alle über dich denken. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toria. Monster sind seltsam. Selbst wenn sie dich kaum kennen, scheint es, als würden sie dich alle sehr lieben. Frisk, ich verstehe, wenn du mir nicht verzeihst. Ich verstehe, wenn du mich hasst. Ich habe mich so seltsam und schrecklich verhalten. Ich habe dich verletzt. Ich habe so viele Leute verletzt. Freunde, Familie, Zuschauer. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Natürlich verzeihe ich dir. Was? Frisk, komm schon. Du bringst mich nur erneut zum Heulen. Außerdem, selbst wenn du mir verzeihst, ich kann diese Seelen nicht behalten. Aber ich kann sie zumindest zurückgeben. Aber zuerst
gibt es etwas, das ich erledigen muss. In diesem Moment kann ich fühlen, wie jedes Herz einen Schlag teilt. Sie brennen alle mit dem gleichen Wunsch. Mit der Kraft aller, mit der Entschlossenheit aller, ist es an der Zeit, dass wir Monster endlich frei sind. Oh, ich bin gerade echt einfach nur glücklich. Die Barriere wurde zerstört. Durchatmen. Frisk, ich muss jetzt gehen. Ohne der Seelenkraft aller anderen kann ich diese Form nicht beibehalten. In einem kurzen Augenblick werde ich mich wieder in eine Blume verwandeln. Ich werde nicht mehr ich selbst sein. Ich werde erneut so etwas wie Liebe nicht fühlen können. Also, Frisk, es wäre das Beste, wenn du mich einfach vergisst, okay? Geh einfach zurück zu den Leuten, die dich lieben. Oh. Ich möchte nicht gehen. Oh. Frisk, du wirst eine tolle Arbeit abliefern, okay? Egal, was du machst, jeder wird für dich da sein, okay? Naja, meine Zeit schwindet. Auf Wiedersehen. Ach ja, Frisk. Pass für mich bitte auf Mama und Papa auf, okay? Oh Mann, ey. Puh. Frisk. Das ist alles nur ein böser Traum. Was? Bitte, wach auf. Okay. Hey! Oh. Hi! Oh, du bist wach. Gott sei Dank. Wir haben uns so viele Sorgen gemacht. Es hat sich angefühlt, als wärst du für immer weg. Noch länger und ich wäre wahnsinnig geworden. Sag uns nächstes Mal Bescheid, wenn du ein Nickerchen machst, okay? Ja, wegen dir heute, Papyrus, wie ein kleines Baby. Was? Ich habe nicht geweint. Ich... ich muss mich gerade selber als so. Ich sag ja, wenn ich anfange zu heulen, dann kann ich die Stimme nicht mehr machen. Ich weine nicht. Ich hatte nur etwas in meinem Auge. Was hattest du denn in deinem Auge? Tränen. Na, na. Am wichtigsten ist doch, dass es Frisk gut geht. Hier, Frisk. Trink doch ein wenig Tee. Du wirst dich dann besser fühlen. Wie wäre es, wenn wir ihm erstmal seinen Freiraum lassen? Er muss sehr erschöpft sein. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, von was. Frisk, wir erinnern uns nicht genau, was geschah. Da war eine Blume und dann wurde alles weiß. Aber die Barriere ist jetzt verschwunden. Wenn du bereit bist, werden wir alle zur Oberfläche zurückkehren. Die Tür im Osten führt uns jetzt endlich durch. Aber zuvor möchtest du vielleicht spazieren gehen. Du kannst allen deinen wundervollen Freunden Lebewohl sagen. Mach, was immer dir beliebt. Wir warten auf dich. Alter. Okay. Ich muss dringend speichern. Oh, der hat zwischendurch auch gespannt. Ist gut. Ich muss erstmal speichern. Und dann gehen wir jetzt nochmal alle Orte ab.
oder fast alle. Snowden auf jeden Fall. Und... Oh Mann, ey. Da muss ich mich gerade echt richtig zusammenreißen. Ich sag ja, wenn das... Wow. Also das war... Ich liebe dieses Spiel. Wirklich. Ich liebe dieses Spiel. Oh Mann, ey. Okay, also... Flowey oder Ezreal war Flowey. Und anscheinend, weil... Elphys bei ihrem Versuch, Monstern Entschlossenheit zu initiieren, die Blume aus dem Garten vom Schloss genommen hat. Und das war anscheinend... Oder die ist wahrscheinlich auf dem Grab gewachsen von Ezreal. Und dadurch ist die Seele von Ezreal, die ja mit dem Menschen verschmolzen war, also mit dem vom ersten Menschen, vom Knoten, den ich ja benannt habe, ich hätte mir eigentlich einen besseren Namen ausgedacht, aber egal. Und deswegen hatte sie Entschlossenheit und ist zu Flowey geworden, der allerdings gar keine Gefühle fühlen konnte. Deswegen ist sie auch abgehauen aus dem Labor von Elphys, die es ja nicht wusste. Aber, wow. Da hätte ich echt im Leben nicht mitgerechnet. Entschuldige, die Zuflucht schließt ihre Pforten. Aber du findest es bestimmt noch immer großartig, hier durchzugehen. Ja, wie aus. Sind die Leute gerade auf dem Weg nach draußen? Ich werde später nachgucken. Mit Neuigkeiten, der Aufzug funktioniert jetzt wieder. Aber jetzt ist so viel los, dass wir noch immer nicht damit fahren konnten. Als ein Schleim bin ich hoch erfreut. Okay. Ich werde jetzt noch Snowden. Und dann, da muss ich lang. Ich werde jetzt noch Snowden. Dann werden wir uns da nochmal umschauen, weil da sind so die meisten Charaktere. Und, schauen, was sich da verändert hat. Ansonsten wüsste ich gerade gar nicht, wo wir noch hingucken könnten. Wir könnten bei Napsablook nochmal vorbeischauen, aber ich glaube nicht, dass sich da was verändert hat, ne? Ja, dann können wir auch direkt hier lang gehen, komm. Gehen wir den langen Weg, wer bist du? Ach ja, okay, ich werde mir ein paar nette Drinks an der Oberfläche genehmigen. Stimmt, der stand nach dem Kampf von gegen Undyne hier schon. Sans seine alte Hütte. Der Typ ist überall. Ich mag Sans. Sans ist mein Lieblingscharakter hier. Sans und Papyrus sind geil. Ich meine, ich mag die alle. Ich mag die Charaktere alle. Muss ich echt sagen. Aber hier ist der komische... Hast du irgendwas anderes? Bah, ist mir egal, ob wir frei sind. Denkst du, Menschen müssen sich um die Details klassischer Rätsel scheren? Vermutlich. Ein paar, jedenfalls. Hier haben wir den Monster-Dude fallen gelassen. Oder, nee, fallen gelassen, er wäre fast runtergefallen. Das ist auch mein Wunsch. Ich habe euren Wunsch erfüllt. Ich habe euren Wunsch erfüllt. Alles gut. Ich hätte vielleicht doch mit dem Dingens fahren sollen. Mit dem Sensen-Typen. Jedenfalls nach Waterfall. Ah, egal. Hier unten geht's zu Tammy Village. Nein, Temdorf, Tammydorf, wie auch immer. Da könnte ich eigentlich mal vor. War das hier oder war das ein davor? Ich glaube, es war ein davor. Da könnte ich mal vorbeischauen. Ob sich bei den Temps was getan hat. Vielleicht, Elphys hat ja gemeint, dass die Vorfahren alle zurückgehen. Oder dass sie an die, zurück zu den Familien gehen. Nicht, ich kann... Nee, ich muss nach außen gehen. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht mehr ins Temdorf. Vielleicht haben die Temps ja auch jemanden verloren und da zu Elphys geschickt. Schauen wir mal nach. Nee, hier sieht es eigentlich noch ganz normal aus. Keiner hier? Nee. Jeder ist frei, aber Tem! Tem geht nicht. Tem schaut Eier an. Tem werden glückliche Eltern. Das hart gekochte Ei, ne? Ja. Wolf! Pilztanz, was könnte das bedeuten?
symbolisiert meine ungezügelte Freude. Die Regierung hat mir gesagt, dass sie bereit sind, mich nach draußen zu transplantieren. Warum lächelst du nicht wegen meines Tanzes? Das fühlt sich etwas gemein an. Oh Mann. Oh, wenn Tems zur Oberfläche gehen, sehen wir viele putzige Menschen. Oh, ich mag Tems. Tolle Entwicklung, was? Ja, ja, Tems ist frei. Bob, was ist denn los mit dir? Oh, Tem hat Neuigkeiten gehört. Sehr gut. Oh, ja, okay. Ihr sagt alle dasselbe. Hoi, willkommen im Temdorf. Oh Mann, ich mag die Tems. Ich bin immer noch ein bisschen aufgewühlt, muss ich sagen. Und ich habe das Gefühl, das ist noch nicht vorbei. Ich will, dass Esco und Toriel wieder zusammenkommen. Und an Dein und Elfe sollen sich endlich küssen. Und Papyrus und Sand sollen, keine Ahnung, irgendeinen Quatsch machen. Oh, Papyrus soll nach Italien Spaghetti essen. Oh, der wird sich überschlagen da oben. Und er hat ja was. Hatte er nicht was gesagt? Hey, Dude. Ist Esco eine Ziege? Wie? Eine Ziege? Das erinnert mich an etwas. Sorry, er trug einmal einen Muumu mit Blumenmuster. Die Leute sagten ein nettes Muumu, worauf sie dachten, dass die Leute sie als Kuh sehen würden. Jetzt muss ich extrem lachen. Innerlich auf jeden Fall. Also trug sie es nie wieder. Wie war noch gleich die Frage? Oh, richtig, Esco. Er gehört einer interessanten Monsterart an, der stärksten von allen. Wir nennen sie Bossmonster. Wenn sie ein Kind haben, geht die Sehkraft der Eltern auf das Kind über. Das Kind wächst, während die Eltern altern. Aber Esco hat kein Kind, also hat er immer das gleiche Alter. Und das wahrscheinlich für immer. Wie? Was, wenn das Kind ein Mensch ist? Wie bitte? Nein, das würde nicht gehen. Wenn Esco dein Vater wäre, würde er dich bestimmt überleben. Esco und Toriel. Oh ja, natürlich. Toriel war die Königin und Esco war der König. Es war tragisch, als sie ging. Denn jeder wusste, dass sie das Hirn hinter dem Thron war. Aber es war auch ein klitzekleines bisschen befreiend, weißt du? Die beiden waren wirklich unsterblich verliebt. Sie zeigten sich in der Öffentlichkeit immer als putziges Paar. Ihre Kinder waren beschämt. Sie waren so putzig, dass es mich krank machte. Zum Glück sind die Zeiten vorbei. Ach ja, wollte mir sagen, warum Fluffy Buns. Okay, okay, ich erinnere mich jetzt zurück. Es war die monatliche Ansprache im Schloss und die Königin hat über die aktuelle Lage gesprochen. Als sie fertig war, übergab sie dem König das Mikrofon. Aber sie bemerkte nicht, dass sie das Mikro noch in den Händen hielt, als sie sagte, du bist dran, Fluffy Buns. Das Publikum musste laut loslachen. Als sie bemerkte, was sie sagte, musste auch sie loslachen. Nach einer Weile erhob der König seine Hände, die Menge wurde ruhig. Er lehnte sich über das Mikrofon und er klang auf einmal sehr ernst. Liebes Volk, ich danke euch für eure Teilnahme. Ich, König Fluffy Buns. Und der Rest ist Geschichte. Oh, geil. Sei vorsichtig da draußen, Kind. Das hat sich gelohnt. Oh, kann ich hier, oh, hier zu Dingens. Ich wollte eh zum letzten Block. Ich wollte fragen, warum ich überhaupt hier bin, aber... Metaton! Oh, bist du ja, Frisk Schlucki. Auf einmal wissen sie alle, wie ich heiße. Diese Augen weiter an. Elphys ist mit dem neuen Körper fertig. Hast du schon gehört? Die Barriere ist offen. Ich kann es kaum erwarten, die Sonne zu sehen. Das Größte aller Spotlights. Oh ja, ich denke, ich sollte auch dir danken, Schnucki. Bevor ich dich bekämpfte, hatte ich vergessen, wie viel Spaß es macht, mit anderen aufzutreten. Ich habe nach heißen Talenten für meine Truppe gesucht. Shiren wird meine Backup-Sängerin. Und Napsterblück, ihr wird mein Soundmixer sein. Wir drei werden zusammen auftreten. Das war längst überfällig, nicht wahr? Metaton, ich bin ein großer Fan. Hi. Mensch, ich vergesse nie, wie du mich aufgemuntert hast, als ich vorgab zu schlafen. Niemand hat so sehr an meinen Fake-Schlaf geglaubt. Also, das ist peinlich, aber wie lautet dein Name? Jeder kennt ihn, außer ich. Scheint, ich habe das Neueste verpasst. Ich saß nur zu Hause und habe Musik gehört. Draußen gab es einen Lichtblitz. Ich sah, wie die Schnecken verschwanden. Dann hörte ich ein Klopfen an der Tür. Der Lichtblitz wollte hereinkommen. Ich schloss die Fensterläden. Jetzt kennt jeder deinen Namen, außer ich. Frisk. Okay, ich werde ihn nicht vergessen. Dein Name? Frisk. Ich habe es nicht vergessen, weil ich die Buchstaben auf meine Hände geweint habe. Oh Mann, komm ich rein. Abgeschlossen. Da brauche ich wahrscheinlich den Mystery Key für. Für ich auch gar kein Geld hätte.
Okay, mit den Schnecken würde ich mich jetzt eigentlich eher ungern unterhalten. Puh, ich weiß, es zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge. Aber ich benutze noch meinen kleinen Vogel. Ich nehme das Angebot an. Ich werde jetzt bis nach Snowden zurücklaufen. Ich will jetzt noch mal gucken, ob ich hier das große Vieh im Wasser dann noch mal sehe. Das wollte ja unbedingt raus. Ins Meer. Oh, mein Mikro gerade. Ich muss mich anders hinsetzen. Und dann, ich weiß gar nicht, wie lange ich die Folge jetzt schon aufnehme. Es müsste aber noch keine Stunde sein. Also passt das alles gut. Und wenn, meine Güte, es ist die letzte Folge von Undertale. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben die Monster befreit und wir können jetzt gehen und die echten Sterne sehen. Aber ich weiß noch immer nicht, was sie sind. Du wirst es herausfinden. Was waren hier nochmal? Ich weiß nicht. Ah! Eine Kiste für Hiebkarten. Ach, stimmt. Hier war der Dude da mit seinen Eiscreme-Dingern da. Nice Cream, wie auch immer die Dinger heißen. Wäre es nicht witzig, wenn die Maus jetzt den Käse hier rausgeholt hätte? Oh, es scheint, die Maus hat irgendwie etwas von dem Käse aus dem Kristall gegessen. Das freut mich. Das ist cool. Bist du? 3 Gold für die Fähre. Ja, spring auf. Hä? Wo bringst du... Ah, hier. Danke, dass du auf meinem Gesicht gestanden hast. Hier hast du 3 Gold. Das ist ja geil. Washua! Die Oberfläche schüchtert mich ein. Die ganze äußere Schicht der Erde besteht aus Dreck. Oh. Wie ich hier vorher... Ach, Undyne hat mich ja hier, glaube ich, schon überrascht. Hier sind die ganzen Echo Flowers, also die Echo Blumen. Ich habe mal die englischen Begriffe im Kopf. Hier haben wir das Rätsel gehabt. Wir können auch noch, dann gleich noch, müssen wir dran denken, mit dem Schneemann zu reden. Wir haben seinen. Ich muss mal eben an die Boxen. Traum, Traum, Traum. Cool. Das finde ich cool, dass ich die Träume noch habe. Ich habe nämlich noch das Handschuhteil, das eiserne Quiche. Keine Ahnung, was das bringt. Ich weiß nicht mal, was das ist. Was ist ein Quiche? Hier war Undyne das erste Mal getroffen. Okay, wir sind an dem Viech vorbei. Schade. Ich muss hier mal lang, danke. Oder? Ja. Hey, Dude. Kenn ich dich? Das ist eine Echeblume, sie wieder, was jetzt gesagt wurde. Ja, dich kenne ich. Okay, sind wir gleich in Snowden. Dann bin ich mal gespannt, ob sich da jetzt wirklich was verändert hat. Vielleicht sind die hier einfach Papyrus bekämpft, sag ich mal. Ach ja, Memories. Ich will nicht, dass das Spiel vorbei ist. Ich mag das Spiel. Und ich mag die Musik, auch wenn ich das schon 10.000 Mal erwähnt habe, glaube ich. Hey, Dog! Oh, das ist cool. Ja, die müssen ich ja super verstehen. Dass unsere Eltern ein Wesen sind? Bedeutet das, ich bin mit meiner Schwester verheiratet? Warte, wir sind Hunde. Das ist normal. Unsere Eltern wurden zu einem furchtbaren Wesen. Das ist in Ordnung. Das hat unsere Familie echt zusammengebracht. Du sollst dich mit Sam zusammentun. Ein formloses, watschendes Familienmitglied zu haben, ist super. Sie bewegen sich immer, also sehe ich sie zu 100%. Das ist cool. Das freut mich. Ich mag sowas. Sonst noch irgendwo irgendetwas? Bei Grimmys irgendwas verändert? Nö. Hey, Dude. Yo, was geht ab? Ich habe mal ein wenig nachgedacht. Vielleicht ist Undyne nicht so cool, als wir dachten. Sie ist ein wenig gemein. Aber yo, ich habe gerade jemanden gefunden, der viel cooler ist. Oh, geil. Er ist jetzt Papyrus-Fan. Ich kann's verstehen, ey. Okay, scheint sich nicht viel getan zu haben. Ich werde jetzt mal der Schneemann war. Oh Gott, wo war der Schneemann? Weiß ich gerade schon gar nicht mehr. Wo war der Schneemann? War der... Ah, hey. Vielleicht beachtet mich ja jemand an der Oberfläche. Es gibt da so viele Leute hier. Man muss mich beobachten, oder nicht? Ach ja.
Yeah! Und Schnee, hui! Ach ja. Na, Dude, alles klar bei dir? Das ist eins der letzten Rätsel von Papyrus. Oh, das war toll. Gott sei Dank stellte sich die wieder zurück. Snowdrake! Ich denke, wir sollten zur Oberfläche gehen. Da gibt es doch Wälder, wo wir leben können, richtig? Jo. Sollte es geben. Ah, ja, es tut gut, hier nochmal alles lang abzugehen. Hier haben wir Dog Amy und Dog Aressa bekämpft. Oh. Die Maus von den Spaghetti gegessen? Teller mit lauwarmem Spaghetti. Außer, als hätte jemand versucht, sie aufzuessen. Und gab auf. Hier sich das Kreuzworträtsel von Sans. Komm, wir müssen doch da jetzt irgendwann mal gut drin werden. Also ich. Oh. Goddammit. Komm schon. Einfach nur aus Nostalgiegründen. Goddammit. Schon. Yay! Juliet, selbst dass du dich eingespielt gefühlt hast, hast du dennoch nicht aufgegeben. Du hättest 2 Gold. Das ist in Ordnung. Du brauchst jetzt nicht mehr, aber das ist voll in Ordnung. Ach ja. Vielleicht müssen wir an die Kreuzung kommen, wo wir das erste Mal Sans und Papyrus gesehen haben danach. Aber hier liegt der Schneemann. Hier ist der Schneemann. Ah, ich kann fühlen, dass du dich gut um das Teil gekümmert hast. Hm? Ist die Barriere offen? Hm, falls es in Ordnung wäre. Könntest du das Teil an die Oberfläche bringen? Das wäre wirklich toll. Okay. Hat sich ja fast gelohnt. Okay, das hat sich. Also für mich hat es sich gelohnt, noch einmal alles zurückzugehen, nochmal alles abzugehen, nochmal die Charaktere zu sehen, die wir getroffen haben. Ja, jetzt werde ich. Ich werde euch aber den Rückweg jetzt ersparen. Wir sehen uns dann gleich, wenn wir zusammen mit unseren Freunden an die Oberfläche gehen. Bis dahin. Wir sehen uns gleich. Okay, nun gehen wir an die Oberfläche. Oh, komm, wir sprechen erstmal nochmal. Hallo, Frisk. Alphys hat mein Handy geupgradet. Ich habe viel Spaß mit der SMS-Funktion. Sans, schau dir das mal an. Oh Mann, Tori. Das ist heftig. Ich kann nicht glauben, dass die Königin zurück ist und auch noch so vertrottelt. Ihr steht einen Meter voneinander entfernt. Warum schreibt ihr euch? Keine Sorge, Papyrus, wir schreiben uns aus gutem Grund. Warum das denn? Naja, weil wir große Trottel sind. Sans, sage das bitte nicht. Du bist kein Trottel. Du bist eher ein Hohlkopf. Wowie. Ihre Wortwitze sind sogar noch schlimmer. Warum lachst du dann? Ich lächle aus Mitleid. Hey, Frisk. Schaust du denn so selten? Sans, habe ich dir erzählt, als Frisk mit mir geflirtet hat? Und mich dann fragte, ob er mich Mutter nennen darf? Oh, Junge. Wow, Frisk. Das stellt unsere Beziehung in ein neues Licht. Hey, Tori. Hast du noch andere peinliche Geschichten? Oh, aber immer doch. Aber ich glaube, diese Geschichte ist eine der unglaublichsten. Es ist kaum zu glauben, dass jemand mit mir flirten möchte. Oh, Toriel, du hast keinen Plan. Oh. Das habe ich jetzt weggedruckt. Aber du arbeitest nicht. Ich weiß, und das erfordert volle Konzentration. So. Entschuldige, ich habe gerade keine Zeit für es. Ich sollte jetzt eigentlich arbeiten. Okay, du arbeitest nicht. Frisk, fühle dich bitte nicht vernachlässigt. Ich habe dir auch SMS geschickt. Du hast noch immer meine Handynummer nach all dieser Zeit. Oder etwa nicht? Du hast eine SMS... Lieber Frisk, Sans und Alphys bringen mir bei, wie man SMS versendet. Ich lerne noch so viel. Weißt du zum Beispiel, was ein Smiley ist? Schau dir das an. Drehe deinen Kopf nach links. Es ist ein Bild von mir, wie ich lächle. Erkennst du es? Lol, das steht für Laughing Out Loud. Liebe Grüße, Toriel.
Das ist erst einmal alles. Vielleicht bekommst du im nächsten Raum noch einen. Oh, ich liebe dieses Spiel. Also, Esko, darf ich jetzt der Königsgarde beitreten? Nun, Papyrus, jetzt wo der Krieg vorbei ist, brauchen wir die Königsgarde nicht mehr. Was? Was war dann der Sinn der Aufgabe des Menschen? Er ist all den langen Weg gegangen und ich bin noch immer kein Mitglied der Königsgarde. Das ist wirklich das schlechteste Ende. Es scheint, du hast deine Aufgabe verbockt, Frisk. Aber ich, der große Papyrus, werde immer dein Freund bleiben. Egal, wie sehr du versuchst, ihn loszuwerden. Hey, das stimmt. Also, Ephes, was wirst du tun, jetzt wo wir alle frei sind? Wir können jetzt die ganze Welt erkunden. Naja, natürlich werde ich herausgehen und, nein, ich werde ehrlich sein. Ich bleibe drinnen und schaue Animes an wie ein totaler Verlierer. Das ist die richtige Einstellung. Ihr alle feiern wir, dass wir Verlierer sind. Papyrus. Upala. Papyrus denkt genau richtig. Gegen Frisk zu verlieren war das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin froh, dass wir... Was gibt's, Esko? Was ist ein... Anime? Oh Gott, jetzt... Oh mein Gott. Frisk, bitte. Hilf mir bitte, Esko zu erklären, was Anime sind. Weißt du, es ist wie ein Cartoon, aber... Mit Schwertern. Es ist also wie ein Cartoon. Aber mit Schwertern. Wow, das hört sich toll an. Wo gibt es das? Wo kann ich ein Anime sehen? Warte, ich denke, ich habe welche auf dem Handy. Hier, schau dir das an. Oh, das ist der falsche. Mega. Wow, haben sich diese beiden Roboter... gerade geküsst? Junge, Technologie ist schon verrückt, was? Ja, natürlich. Hey, Ephes! Ephes! Denkst du, wir können uns wieder etwas mit Kämpfen ansehen? Oh, und dann etwas mit Prinzessinnen? Oder kämpfenden Prinzessinnen? Ich schau mal nach, ob ich so etwas finden kann an deinem... Yay! Sag mal, denkst du, Esko und Toriel werden je wieder zusammenkommen? Ja, ich will, dass die zusammenkommen. Ja, das hoffe ich auch. Denke noch einmal daran, wie süß die beiden gewesen sein müssen. Es wurde schnell zu meiner Nummer 1 Beziehung aller Zeiten. Tori und Gori. Mein alter Chef und seine Ex-Frau. Oh, das hört sich plötzlich weit weniger cool an. Genau überlegt, ist es nicht gut, Fanfic über echte Leute zu schreiben. Ich meine, ist das echte Leben nicht die tollste Fanfiction überhaupt? Sage bitte niemandem, dass ich das gesagt habe. Ich werde es nämlich online posten. Oh Mann. Hallöchen, Frisk. Entschuldige, dass ich versucht habe, deine Seele zu nehmen. Ich fühle mich deswegen wirklich mies. Brauchst du nicht, alles gut, vergeben und vergessen. Ich hoffe, wir können dennoch Freunde sein. Hey, mach dir keine Sorgen, Escor. Ich denke, jeder hat zumindest einmal versucht, Frisk zu töten. Oh, ich verstehe. In diesem Fall tut es mir nicht leid, Frisk. Escor, das ist nicht, was ich gemeint habe. Frisk, mir ist gerade etwas aufgefallen. Jetzt, wo wir uns nicht mehr alle bekämpfen, kann ich dich endlich fragen. Möchtest du eine Tasse Tee? Ja! Möchtest du eine Tasse Tee? Ja, definitiv! Oh, naja. Die Tasse, die ich halte, ist leider kalt. Also wird das wohl nichts. Aber ich bin so froh, dass du ja gesagt hast. Sobald ich dazu komme, werde ich wieder einen Tee aufsetzen. Dann können wir gute Freunde sein. Yay! Dann wollen wir mal. Frau sein. Das Ende. Toriel hat dir eine SMS geschickt. Hihi. Lieber Frisk, wie geht es dir? Du wanderst schon eine ganze Weile umher. Ich hoffe, du fängst dir keinen Ärger ein. Ich scherze nur. Lol. Liebe Güsse, Toriel. PS, fang dir keinen Ärger ein.
keine weiteren Nachrichten. Keine Antwort. Ihr Handy scheint leer zu sein. Oh. Wenn du gehst, wird dein Abenteuer wirklich zu Ende sein. Deine Freunde werden dich aus dem Untergrund begleiten. Ich bin bereit. Ich habe alles abgegrast. Ich bin bereit. Endlich. Prost. Oh. Wow. Ist es nicht wunderschön, Leute? Wow, es ist sogar besser als im Fernsehen. Viel besser. Besser, als ich mir vorstellen könnte. Frisk, du lebst mit so etwas? Das Sonnenlicht ist so nett und die Luft so frisch. Ich fühle mich richtig lebendig. Nicht wieder Controller verlieren. Hey, Sand. Was ist das für eine große Kugel? Wir nennen das die Sonne, mein Freund. Wir? Das ist die Sonne? Wowie! Ich kann nicht glauben, dass ich die Sonne treffe. Ich könnte hier stehen bleiben und den ganzen Tag zusehen. Ja, es ist wunderschön, nicht wahr? Aber wir sollten wirklich nachdenken, was jetzt passiert. Oh, richtig. Leute, das ist der Beginn einer strahlenden Zukunft. Eine Ära des Friedens zwischen Monstern und Menschen. Frisk, ich muss dich etwas fragen. Willst du unser Botschafter für die Menschen sein? Ja, klar. Ja, Frisk wird der beste Botschafter sein. Und ich, der große Papyrus, werde das beste Maskottchen sein. Ja, das glaube ich. Ich muss einen guten ersten Eindruck machen. Tja, jemand muss sich vor dem ganzen Ärger bewahren. Man sieht sich, Leute. Und er geht die andere Richtung. Oh, Fett. Ich liebe dich. Man muss sie. Mann, muss ich etwa alles machen? Papyrus, warte! Hey, Andein, warte! Ach komm, jetzt ihr zwei, bitte. Bitte. Ups. Kommt schon. Sollte ich etwas machen? Oh, komm. Komm schon. Oh. Naja, ich gehe dann mal. Scheint, alle möchten ganz eifrig aufbrechen. Frisk, du bist doch von dieser Welt, richtig? Wer weiß. Du musst doch einen Platz zum Zurückkehren haben, richtig? Was wirst du jetzt machen? Ich will bei dir bleiben, ich werde weiterreisen. Ich will bei dir bleiben! Was? Frisk, du bist wirklich ein witziges Kind. Hättest du das früher gesagt, wäre all dies nie geschehen. Es ist wohl gut, dass deine Meinungsänderung so lange gebraucht hat. Naja, ich denke, wenn du wirklich nicht woanders hin möchtest, gebe ich mein Bestes, dich zu versorgen, solange du mich brauchst. Alles klar? Komm mit! Yay! Die anderen warten schon auf uns. Yay! Oh, ich bin echt glücklich. Und ich will, dass sie wieder mit Escort zusammen ist. Undertale, Übersetzung Chris Blue. An dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank dafür. Sehr, sehr gut. Frogget von Tobi, professioneller Frosch. Wimson, immer noch schuldig. Molzmall fand eine neue Höhle und Lux ist jetzt ein berichtigter Rüpel. Berichtigter? Ich glaube berüchtigter soll das heißen. Vegetoid, beliebter Ernährungsberater. Misegoss genießt lässig das Leben und dance dabei ab. Oh, Nesterblub. Spukiger DJ. Oh, das Vögelchen. Papyrus. Und Sans, auf seinem Scooter. Sans! Oh, geil. Snowdrake. Und Eiskappel. Semi-erfolgreicher Comedian, aber hin, denkt über seinen Hut, ja, über was er noch so. Giftrot? Und Doggo. Ach, Giftrot, ja. Weihnachtsaussteller hat seinen eigenen blinden Hund. Dog Amy und Dogger Ressa.
endlich Nummer 1 Nasenreihe-Champions. Die machen im Ganzen nichts anderes. Niederer und höherer Hund. Sucht nach Zuneigung, aufgeregt durch Änderung des Lebens. Oh, jetzt küsst euch endlich. Alter, ist das Ding ins Ziel, was ich gesucht habe. An dein, Rüstung von Tammy. Achso, Rüstung von Tammy. Jetzt komm. Yeah! Immerhin etwas. Jetzt müssen nur noch Toriel und Asgore wieder zusammenkommen und alles ist gut. Aaron beugt sich noch immer. Moldwick, idyllisches Leben am Strand. Boshua, legendärer Hausmeister. Tammy. Oh Mann, ey. Ich bin echt wow. Böser Trapper hat sich beruhigt ein bisschen. Shiren nimmt wieder Pianostunden. Mediton! Oh, er hat wieder seine alte Form. Ich dachte, Elvis ist mit dem Körper fertig. Aber die Beine, jawohl. Oh, ich kann es aber nicht glauben, dass das Spiel durch ist. Also ich muss wirklich sagen, Hurricane auf unser Defense-Gerät. Thunderplane, gesteht endlich. Was? Nein. Firebook Mocklet. Spinnenerfolg mit neuer Beugerei. In Kerzen der Welt wirst du Geburtstagskorb. Oh, die beiden Königsgarden. Oh, nutze deine Fantasie. Oh, nein, danke. Final Frogger gibt Leben einen eigenen Sinn. Unser Lord, der lange Kampf endet nun. Astigmatismenherrscher, Glasverkäufer. Oh Mann, ey. Magic und Night Knight. Gönnt sich eine wohlverdiente Pause und Straßenmagier. Ich muss wirklich sagen. Also wirklich sagen. Abigail's Leben bei ihren Familien, das ist gut. Wow. Respekt. Wirklich Respekt an Toby Fox für dieses Spiel. Asgore. Monster King. Oh, er macht eine Papyrus-Hecke, das war klar. Oh, sie hat ihre Schule eröffnet. Toriel. Das freut mich. Und Asgore ist der Hausmeister. Das kommt jetzt. Ich sag einfach, die sind jetzt zusammengekommen. So. Das war's. Ach ja, das Ende. Das war... Oh nein. Dachtest du wirklich, es wäre zu Ende? Ich meine, wir haben noch nicht mit dem besonderen Dank begonnen. Bereit? Beenden wir all das. Was? Oh, muss ich gegen Credits kämpfen? Was zur Hölle? Na, muss ich die sagen? Ich will die nicht sagen. Ich kann nicht sterben, ich habe unendlich Leben. Also, aber, Alter! Nein! Ich weiß nicht, ob... Oh! Goddammit, ich kann ja nicht alle... Oh. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn ich die... Wenn ich die treffe oder... Ja, wir werden es wahrscheinlich vielleicht auch sehen. Aber ich kann nicht sterben, von daher ist es... Vollkommen egal! Yippie! Und wie soll ich die Namen jetzt alle lesen? Oh Gott. Oh Gott. Das ist aber cool. Coole Art von Credits. Dieses Spiel, ey. Durch und durch. Immer kommt was Neues. Es ist unglaublich. Ich liebe dieses Spiel, ey. Oh, oh. Na, oh Gott. Dom, komm, ich sammle jetzt einfach ein bisschen. Dom. In einen Kreis gehen und bleiben. Verdammt, klappt nicht. Oh Gott. Und das wieder, das war klar. Oh nein. Oh nein. Geh weg. Hilfe. Nein. Oh Gott, jetzt kriege ich auch alle. Ich weiß auch nicht. Und.
Oh, einen noch mitgenommen. Berührte Credits, okay. Das ist cool. Ganz cool gemacht. Dass man die dann nochmal sieht. Deutsche Lokalisierung, jawohl. Danke an Freunde von mir für die Unterstützung an der T-Team. Dank dir, dem Spieler von ganzem Herzen. Ohne dich wäre all dies unmöglich. Gute Nacht. Wow. Okay. Wirklich. Wow. Mein Herz, ich sehe mein Herz noch. Jetzt ist es weg. Oh. Das war Undertale. Das Ende. Okay. Und das Lied ist jetzt ein beste Lied. Das ist mein absolutes Lieblingslied vom Soundtrack. Wow. Okay. Respekt an Toby Fox für dieses Spiel. Wow. Ich glaube, das ist mein Lieblings-LP bisher auf dem Channel. Tales from the Borderlands war ein geiles Spiel. Ich habe es gefeiert. Das. Wow. Von vorne bis hinten, die Charaktere, die Story, wie tief das am Ende noch ging. Und ja, ich habe geheult, ist ja in Ordnung. Aber es war traurig, Mensch. Die Story von Esri ist richtig traurig. Oh, das ist der Hund, der ist Artefakt geklaut hat. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, was ich noch sage. Ich habe alles, was ich über das Spiel zu sagen hatte, eigentlich schon während der Aufnahme immer wieder gesagt, dass der Soundtrack einfach mega geil ist, dass der das Spiel, die Story geil ist, die Charaktere sind geil, die Kämpfe, die Art zu kämpfen. Mega geil. Und ja, das war der pazifistische Weg durch Undertale. Puh. Und jetzt will ich das auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich muss das erstmal für mich selber verarbeiten. Ich bin ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, aber auch unheimlich glücklich über das Ende, wie es vorbeigegangen ist. Es war die richtige Entscheidung, das pazifistisch zu machen. Und ja. Jedenfalls, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank auch an Chris Blue nochmal für die Übersetzung. Den Deutschpatch, den Link ist unten in der Beschreibung, wie eigentlich immer bei allen möglichen Zeug, was ich mache, dass die wichtigen Links unten in der Beschreibung sind. Mega geiles Game, ich habe es sehr genossen. Wir sehen uns im nächsten EP. Scheiße, leider nicht mehr bei Undertale, aber naja, es kommen andere Spiele, hoffe ich. Aber das hat einen besonderen Platz. Wir sehen uns. Bis dahin.